Wir wollen vor Ort besser leben. Partizipation. Mitwirkung. Beteiligung. Wir sind die Zukunft. Wir wollen vor Ort besser leben. Wir sind alle Teil des demografischen Wandels. In Medien oder in der Politik wird das gerne auch als Problem angesehen. Demografie. Demografischer Wandel. Demografie Problem. Die Bevölkerung verändert sich. Sie wird im Durchschnitt immer älter, immer städtischer und immer akademischer. Damit geht eine Balance verloren, die für das Bestehen einer Gesellschaft überlebenswichtig ist. Das hat Auswirkungen auf uns alle und die Politik muss sich auch verändern. Für uns alle, alt wie jung. Wie wird's eigentlich mal mit Mitbestimmung? Wir fordern Internet. 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 Breitband. Freies WLAN. Offenes WLAN in der Innenstadt. Ich habe Stories gehört, wo Leute wirklich auf den Berg gehen mussten, um mit ihrem Handy zu telefonieren. Du nix! Klar, auf dem Dorf ist es halt schwierig. Also wenn man da nicht den richtigen Anbieter zum Beispiel hat für mobiles Internet, dann ist man in einem Funkloch gefangen. Ja, ich zum Beispiel, wenn ich einen Film streamen will, dann drücke ich immer auf diesen Startknopf und dann mache ich noch was mit Freunden oder so und dann nach 2 Stunden kann ich es dann anschauen. Ich finde, funktionierendes, gutes Internet ist für die heutige Gesellschaft einfach unverzichtbar. Man braucht es für Schule, man braucht es für den Alltag, man braucht es für die Arbeit. Recherche ist lebenswichtig. Wie ist es bei euch mit der Infrastruktur? Habt ihr da irgendwie genug Öffis? Bevor in meinem Dorf am Wochenende ein Bus kommt, ja, da bin ich schon alt und grau. Wir haben jetzt um 6 Uhr, freitags ist der letzte Bus und dann montags um 6 wieder. Ich will meine Eltern halt nicht immer fragen müssen, ob sie mich in die Stadt fahren können. Wir fordern Busse nach 18 Uhr, gern auch am Wochenende. Wir wollen vor Ort besser leben. Wir brauchen Bürgerbüros, Banken, aber auch Beratungsstellen. Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Um nach dem Studium in die Region wieder zurückzugehen, braucht es einfach Voraussetzungen wie Möglichkeit für Homeoffice. Oder auch, dass man seine Arbeit mit den Kindern vereinbaren kann. Betreuung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ärzte und Ärztinnen sollten auch Anreize bekommen, in die ländlichen Regionen zu ziehen. Ist Pflege für euch ein Thema? Wenn du älter wirst, dann wer soll dich denn pflegen, ist halt die Frage. Ran ans Thema Pflege. Man muss auch über Familienpflegezeit und Lohnersatz für Pflegende nachdenken. Wir fordern. Man sollte ja viel mehr Geld in Bildung stecken, in Schulen. Schulen sollten ausgebaut werden. Wenn ich mir meine Computerräume anschaue, da haben wir immer noch Windows XP. Ganz viele Schulen sind ja extrem schlecht ausgestattet und da fängt es bei den Toiletten an und hört eben bei Lehrermangel auf. Wie ist es eigentlich mit eurer Freizeit? Habt ihr Jugendclubs, Diskotheken oder müsst ihr immer abends an der Tankstelle sitzen? Wir brauchen Jugendclubs. Wir brauchen Treffpunkte. Jugendclubs. Wir brauchen Räume. Leerstehende Gebäude könnten auch einfach mal kreativer genutzt werden, für uns Jugendliche zum Beispiel. Ich meine, wenn wir selbst Hobbys haben, die wir vielleicht bei uns oder als Gruppe durchziehen möchten, dann wollen wir ja auch Räume haben, wo wir uns ausbreiten können. Wenn ich zum Beispiel was tanzen möchte oder mit Freunden zusammen, es gibt kaum Möglichkeiten, das irgendwie umzusetzen. Integration ist mein Thema. Hast du bei dir in der Nähe Zuwanderer? Ja, wir haben ein Geflüchtetenheim tatsächlich. Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen ist wichtig. Und dann kamen wir auch tatsächlich in die Medien, weil unser Flüchtlingsheim gebrannt hat. Die Bevölkerung hat einfach viel zu viele Vorurteile und das Problem liegt einfach darin, dass sie nicht aufgeklärt ist. Es finden viel zu wenige Kampagnen statt, um das auch mal zu reflektieren und zu hinterfragen. Jetzt, wo sie da sind, ist es super, es gibt ganz viele Programme und jetzt im Endeffekt merken die Leute, die auch schon ein bisschen alteingesessen sind, dass es doch keine so schlechten Menschen sind. Refugees welcome. Junge Themen, junges Denken, junge Politik. Durch das Projekt Ich mache Politik sind eine Menge gute Vorschläge von jungen Menschen in die Themen der Arbeitsgemeinschaft Jugendgestalt Zukunft eingeflossen. Eure Vorschläge wurden in der AG diskutiert und fließen in die Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung ein. Damit haben sie direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung der Demografiestrategie der Bundesregierung. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Lösung des Demografieproblems. Mitwirkung mit Wirkung. Beteiligung. Wir wollen Mitbestimmung. Partizipation. Wir wollen vor Ort besser leben.